Hallo und herzlich willkommen in der Vorbereitungsrunde hier zur Welle 10, die wir gleich besiegen müssen. Wir haben sie eigentlich echt gut geschafft. Wir haben nur einen einzigen haben wir verloren. Leider. Aber haben da drüben ein echt gutes Labyrinth inzwischen bekommen. Wie wir die Typen so ein bisschen aufhalten können. Ich würde es allerdings gerne auch ein bisschen natürlich weiter verstärken, weil es werden natürlich immer mehr und es wird immer schwieriger mit der Zeit. Aber schauen wir jetzt erstmal. Ach, da oben steht noch einer. Ja, warum sagt denn das niemand? Ralfi, komm. Geh mal hier nach oben. Kein Wunder, dass sie sich nicht raustrauen. So, können wir jetzt? Na, und jetzt arbeiten sie hier mal wieder ein bisschen. So, was ist hier? Du kannst langsam auch mal aufräumen. Ich will einen zusätzlichen Axtstiel. Bogen. Oh. So, den jagen wir hier nach oben. Dann möchte ich hier vorne einen haben. Und dann brauchen wir im vierten Eck eigentlich auch nur noch einen. Der dann da auch ein bisschen aufpasst. So, Place Block. Da fällt uns ein Block. Ansonsten sehen die Mauern eigentlich ganz stabil aus. Hier können wir auch wieder einen hinbauen. Da warten wir noch ein bisschen. Aber der Angriff war gerade eben echt hart. So, worauf wartet der hier? Na, auf besseres Wetter. Ist es denn wirklich so schwierig, hier einfach nur eine ordentliche Mauer irgendwie hinzubasteln oder was? Okay, der hat die. Da haben wir doch die zweite. Die sollte ich doch noch bauen, oder? Ach, die habe ich. Wo habe ich denn die hinbaut? So sieht's gut aus. Dann reißen wir die alte mal ab. Und die kriegen wir natürlich nicht. Ach, falsch rum steht sie. So, zack. Ah, nicht dahin. Okay, so ist gut. Das hier ist unser Aufräum-Charlie, oder? Ja. Ah, hier gibt's so viel Dreck in der Mitte. Und er kommt einfach nicht dazu, das Ganze hier zu machen. So, wie sieht's hier aus an der Mauer? Da latschen sie einfach im Moment gerade durch. Deswegen bauen wir hier mal wieder einen extra Block hin. So, und Louis zeigt uns mal wieder, wie schön er versagen kann. Ah. Aber hier drüben läuft, bis auf dass sie mal wieder natürlich idiotisch bauen. Der hier muss weg, damit sie hier unten die anderen Steine hinbasteln können. So. Und solange sie hier bauen, schicken wir den guten Timon. Vielleicht hier oben ins Eck. Ach, da kommt der nicht hin. Ah.
So, Louis, was ist mit dir los? Läuft's bei dir? Na komm, jetzt kommst du hoch. Ja. Ah. Okay, machen wir den Weg frei. Ich frag mich, was mit dem los ist. Was der gerade probiert oder was bei ihm. Oh! Unser vierter Bogenschütze. Und damit haben wir hier eigentlich unsere komplette Mannschaft. So wie ich sie mir fürs Haupthaus eigentlich wünsche. So, er hat die Türen gebaut und natürlich backt's da mal wieder ein bisschen. Nichtsdestotrotz bin ich echt begeistert eigentlich, dass es nicht schlecht läuft. Wir haben es eigentlich echt gut überlebt. Also so arg viele sind uns gar nicht weggestorben. Bisher allerdings, dieses Loch hier in der Wand stört mich schon ein bisschen. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie das ausgleichen können oder ob wir das irgendwie schöner machen können. Wir haben noch 57 Sekunden bis zur Runde 10. So, unsere Goldkiste ist auch langsam voll. Wir müssen echt mal gucken, ob wir hier nicht das Ganze irgendwie, ob wir uns da noch ein paar, ob ich uns da für die nächste Runde noch hier so ein paar Behälter basteln. Okay, 17 Sekunden. Gehen wir wieder in Sicherheitsmodus. Alle Jungs nach Hause. Na, jetzt. Jetzt, wo Feierabend ist, jetzt kommt er in Schwung. Das war so klar. Ach, hier ist... Oh, da ist richtig Angriff hier. Ich glaube, das werden meine beiden Akshis nicht überleben. Oh. Gott sei Dank, sie ignorieren sie alle noch ein bisschen. Damit können wir hier natürlich voll auf Angriff gehen. So, wie viele haben wir noch? 3 Stück. Da hinten sind noch welche am Angreifen. Komm, geh mal da auch an Angriff. Ralfi, ihr macht das. Oh, da stürzt meine Mauer zusammen. Panik! Einen zum Aufräumen. Du gehst in die Mine. Und der Rest darf wieder mal bauen. Also wenn sie Lust haben natürlich. Oh, und hier ist unsere Mauer echt schön eingestürzt. Das sieht echt nicht gut aus. Muss ich mir mal anschauen, wie wir das lösen können hier. Also wenn den hier oben schon mal drauf baut jeweils,
Königin. So, und die Mehrfachtüren-Strategie geht eigentlich, allerdings, ja. Backt's ein bisschen. So, unsere vier haben wir, die haben sich eigentlich auch bewährt. Einen fünften, also wenn ich sie auf 8 hochkriege, dann ist die Mauer, glaube ich, uneinnehmbar. Deswegen überlege ich jetzt gerade, ob ich weiter auf Archer gehen soll oder ob ich auf einen Bauer gehen soll. Anjo! Ja, Anjo! Genau! Ja, unseren Einzelnen, an den ich hier nicht drankomme. Wieso kann ich den nicht selektieren? Der steht direkt in der Tür. Da wäre es natürlich cool, wenn es so eine Funktion geben würde wie bei Warcraft 3, wo ich einfach nur ja, meine offenen Kandidaten irgendwie... Oh, die Mauer hat echt gelitten. So, hier noch ein bisschen. Da oben. Und sie sieht aus wie neu. Okay, ist natürlich praktisch, wenn die ganzen Sachen schon irgendwie in der Nähe stehen. So, was geht hier oben? Da können wir auch noch einen hinsetzen. Zack. Aber hier ist immer noch ein riesengroßes Loch in meiner Wand, das wir jetzt in 5 Minuten irgendwie wegkriegen müssen. Uns der ganze Schrott hier irgendwie um die Ohren fliegt. Was ist mit meinem Aufräumer? Ach, die suchen verzweifelt Platz. Wir müssen schneller bauen. Damit hier genügend Platz ist, um das Ganze auch irgendwie aufzubauen. Okay. Ich kann noch nichts bauen. So, da kommen wir jetzt natürlich nicht dran. Die Mauer sieht schon echt ein bisschen ramponiert aus. Ich bräuchte im Prinzip hier drüben vielleicht dann auch nochmal einen Aufgang. Dass wir uns hier auch einbauen und zur Not von zwei Seiten aus die Mauern dann immer reparieren können. Beziehungsweise dann halt eben hoch und runter gehen können. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Ja, sie sind auch schon begeistert und haben sofort Bauideen. Und hier werde ich halt eben die nächste Runde dann vielleicht ein bisschen was abreißen, damit er das Ganze noch ein bisschen schöner sich hinbasteln kann. Jawohl. Hier fällt auch noch mir ein... Nee, nicht da. Hier. Einfach so ein bisschen Zeitschutz. So, mit der Treppe sind sie sofort hellauf begeistert.
Ja, ist jetzt schön. Also wenn es so jetzt läuft, dann... Genau, bau hier einfach mal die Mauern ein bisschen weiter auf. Und ich werde mir wahrscheinlich jetzt... Na, das kann ich mir noch nicht leisten. Warum findet er da eigentlich keine blauen Steine? Es sind hier blaue auch drin und er findet einfach nichts. Und inzwischen ist es, glaube ich, auch so, dass wir es schon fast wieder ein bisschen anfangen müssen, Holz zu sammeln. Und da drüben unsere... Na, warte ich mal, hier noch ein bisschen bauen. Oder, dass wir hier noch ein kleines Lager für uns hinbasteln. So, drei. So, dass die ganzen Sachen ein bisschen näher liegen. Und er da drüben auch ein bisschen Platz hat, das Ganze auch ein bisschen aufzubauen. Gott sei Dank klauen die nichts oder zerstören nicht die Lager. Das wäre natürlich arg ärgerlich. So, Ralfi und Dombo haben sich inzwischen wieder ein bisschen erholt. Und ja, es ist eine Minute bis zur Runde 11. Aber die schauen wir uns dann oder... Nee, die schauen wir uns in der nächsten Runde an. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Bis dann, ciao, ciao.